Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 19 von Europa Universalis und das Ganze mit Frankreich. Wir sind im Krieg mit England und da sieht es gerade momentan nicht so gut aus. Schauen wir mal, was hier oben ist. Eure Häfen werden belagert, das ist der Krieg, das ist klar. Und was haben wir hier? Ihr könnt in eine neue Technologie investieren. Und das ist hier unten, standardisierte Piken. Dann wollen wir das doch mal machen. Kostet das, ist auch klar. Wie viel haben wir? 578. Ja, müssen wir machen, damit es vorangeht. Ja, einfach zu fertigen. Tja. Die Frontbreite ist um 2 erhöht. Infanterie, Nahkampf plus 0,15. Waffenträger, Langbogen und Galloglay Infanterie. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal hier rein. Da können wir hier was ändern, oder? So, wir haben jetzt die... Ach so, haben wir überhaupt jetzt was? Nein, die kommen jetzt neu dazu, oder wie sehe ich das? Gut. Defensiver Nahkampf 1. Offensiver Nahkampf. Offensiver Nahkampf, okay. Und die haben hier 2, Offensivmoral 2. Und Offensivmoral 1, Defensivmoral 1, okay. Das heißt, Defensiv-Offensiv-Moral hier. Die haben natürlich Offensivmoral. Das sind also Angriffstruppen, während das hier eher ausgeglichene sind. Und die haben hier noch Defensiv-Nahkampf 1. Wenn das alles Offensiv-Nahkampf hat. Also die sind hier defensiv, die Waffenträger, während die anderen offensiv sind. Ja. Jetzt bin ich noch gerade. Also abendländische Mittelalterinfanterie haben wir zurzeit. Ach so, warte mal, da konnte man hier den Haken setzen, dann hätten wir auch die anderen dabei. Gut, da sind sie. Die beiden sind aber veraltet. Ja, die haben hier 1-1. Da gibt es Waffenträger, die haben defensiven Nahkampf, also ich würde das jetzt fast so sagen, wir machen die dazu. Und da hat sich ja nichts geändert, oder? Und das sind hier die, die haben wir ja schon. Das passt schon. Hier, die Kanone funktioniert nicht. Gut, wunderbar. Ja, das ist unser Anführer, der ist ja super. Gucken wir gerade hier noch weiter durch, wenn wir hier schon sind. Da war nichts zu gucken. Ja. Kriegsmüdigkeit. Auch nicht so dolle, ne? Was haben wir hier für ein Ziel noch? Tja, ob wir das nicht mal ändern müssten. Hier tut sich gleich auch noch was. Das ist auch nicht mehr viel. 319, was brauchen wir? Steht da nicht bei. Das müsste hier, wenn stehen. 319 haben wir, 400 brauchen wir. Okay. Das haben wir gerade gemacht. Hier oben sind bei den Gebäuden demnächst Upgrades zu erwarten. Und hier. Handel. Da brauchen wir nichts ändern. Das ist hier, das ist Bilanz, ist natürlich super schlecht gerade. Keine Ahnung warum. Ah, wegen dem Blumen hier zum Beispiel, ne? Häfen werden blockiert. Wahrscheinlich hat das da auch mit zu tun. Ja. Feinde sind England, Österreich, Aragon und Kastil. Puh. Da müssen wir was tun, das ist klar. 4-2-4, unser Nachfolger, wie sieht's mit dem aus? 4-3-2. Ein Punkt weniger. Und kämpferisch ist er ziemlich schlecht dann. Gut, dann haben wir hier noch alles plus 1. Gut. Dann haben wir das schon gesehen. Ja, wir müssten mal gucken, ob wir mit den Engländern irgendwie in Frieden wiederkommen, ne? Dann müssen wir, glaube ich, hier hin, ne? Ja, besser ist das. Was steht denn hier? Portugal. Ja, gehen wir hier rein. Und gucken da nochmal durch. Wir sind momentan mit 2% für uns sozusagen, ne?
Tja. Was machen wir mit denen? Es geht so gut wie nix wahrscheinlich, ne? Können wir mit denen Frieden verhandeln? Das ist die Sache. Wert des Friedens 8. Wir müssten jetzt, wenn, einen weißen Frieden irgendwie hinkriegen. Das wäre das Einzige wahrscheinlich, weil die von uns ja schon 3 Regionen besetzt haben, ne? Das sehen wir hier auf der Karte besser, ne? Kämpfen hier zwar gerade was frei, aber ich glaube, da sind wir auch weit von entfernt, dass das klappt. Unsere Truppen sind irgendwie nicht gerade gut. Ah, und wir haben die Portugiesen da noch und wie sie alle heißen, ne? Aber den Frieden kriegen wir jetzt gerade nicht hin. Lass mal gerade ein bisschen laufen. Die ziehen jetzt wahrscheinlich auch gleich zu uns. Warte mal. Erstmal muss ich ein bisschen reinzoomen. Wie ging das noch? Achso, falsches. Damit. Dingens geht das. Die stehen aber noch zur Zeit, ne? Gut, lass mal laufen. Ja, aber das wieder freikämpfen ist noch ein anderes Sicht. Unsere Moral ist natürlich super down, wie immer, ne? Wenn die marschieren, dann müssen wir auch marschieren, in Anführungsstrichen, weil dann schaffen wir das nicht. Hier, das fällt auch noch runter, ne? Nur noch 1% hier jetzt. Nachschubmangel da. Da fällt gleich der nächste. Die kriegen wir auch gar nicht freigeräumt wahrscheinlich, oder? Minus 28 und hier minus 35. Da ist jetzt 28. Jetzt ist die Frage, ob wir das wieder freikriegen hier, ne? Wenn wir da reinziehen, können wir die angreifen. Die haben aber die bessere Moral. Da unten in der Wernia sind auch noch 10 Truppen, da unten 9. Hier sind, was sind das, Portugiesen? Ich glaube ja, ne? Wenn wir die angreifen, hätten wir 30 zu 21, wäre positiv, aber die kommen dann und dann haben wir ein Problem. Geld haben wir auch nicht, minus 55. Machen wir gerade eine Pause. Ah, was ist das denn hier? Unruhen haben wir auch noch, schön. Belagerungen sind hier zugange. Wo ist er denn jetzt hier gerade? Ach so, der macht das mit der Auvergne, ne? Das ist alles klar. Und wir haben noch einen frei. Tja. Wie stehen wir denn mit Burgund eigentlich so? Das sind ja unsere direkten Nachbarn. Plus 22 ist das. Ne, das ist Österreich. Das ist gar nicht mehr Burgund. Ich dachte, hier wäre Burgund, aber Österreich, die schon erwischt. Tatsächlich, die sind ja riesengroß dann. Gefährlich. Das war die Provence, ne? Kriegen wir noch irgendwen auf unsere Seite? Das ist jetzt hier eine Frage, ne? Aber nicht wirklich, oder? Savoyen. Mit der Schweiz und mit Mailand im Krieg. Kriegen wir da eine Bündnisaktion hin? Noch nicht. Aber wir haben ja hier noch einen frei, oder? Wie war das? Dann müssten wir die Beziehungen verbessern. Gucken, ob wir das hinkriegen. Machen wir erstmal, oder? Und dann gucken wir, wie es weiterläuft. 28. Und hier sind's. Ach, die sind. Ne, da sind's. 14, okay. Keine Ahnung, was da besser oder schlechter ist hier. Keine Ahnung, wo hier die Prozente stehen. Da unten tragen die nächste Belagerungsphase in einen Tag. In 34 Tagen. Da hat sich jetzt nichts geändert. 208 Tage belagert und da ist es 110 Tage. Also wir belagern schon länger. Das heißt, wir müssten eigentlich eher fertig werden, damit das wieder frei zu kämpfen.
Kriegssteuern, ja. Ja, wenn ich jetzt gucke, minus 6,28, oder was ist das hier? Geld drauf, 6,87. Ich glaube, wenn wir das jetzt nicht machen, dann geht das noch höher, oder nicht? Nee, gut. Oh Gott, dann wird es ja noch schlechter. Ich dachte, das würde besser werden. Ah, okay, das war gerade der Wert, der dazwischen war, wenn wir keine Kriegssteuern haben. Alles klar. Gut, gucken wir weiter. Wir haben 3%, wir haben die Überhand momentan, oder wie sehe ich das? Sind das denn jetzt dann auch Waffenträger geworden? Das ist jetzt hier noch so eine Frage, die ich gerne gewusst hätte, ne? Aber das sieht man da irgendwie. Doch, da sieht man es. Infanterie. Aber so sehen tut man Kavallerie, Infanterie. Was für Truppen das wirklich sind, sieht man nicht, ne? Na gut, lass mal weiterlaufen. Gucken, was wir hinkriegen. Da sind noch nicht die Mauern kaputt. Und da auch noch nicht. Status quo. Und da unten laufen die Dingens. Was ist hier? Überlagerung von Bourgogne. Da, die Portugiesen haben es auch schon geschafft. Super, ja? Toll. Und wo laufen die hin? Nach Süden. Irgendwie sieht das gerade schlecht aus, weil wir hier unten auch minus 1 haben jetzt. Lass uns doch mal gucken. Portugal. Lass uns mal gucken, ob wir mit Portugal Frieden schließen können. Diplomatie geht jetzt natürlich nicht. Ja, dafür müssten wir einen unserer, sag schon, Leute hier abziehen wieder. Wie sieht's hier aus? 81%. Bündnis wollen sie noch nicht. Wer ist das hier eigentlich? Lothringen? Mhm. Luxemburg. Mit uns will auch keiner gerade irgendwie eine Dingens machen, ne? Ein Bündnis. Ja, die sind eher mit uns im Krieg, ne? Sind gegen uns. Alles böse. Hier in Nassau, Hessen, gibt's da einen Berg? Das gehört ja schon zu Österreich wieder, ne? Keiner will mit uns ein Bündnis haben. Oder wird das noch nicht angezeigt? Weil die Zeit gerade steht. Nee, wahrscheinlich ist das egal. Ja. Lass mal weiterlaufen. Wie sieht's denn mit unseren Truppen aus? Wir haben schon viel zu viele. Ja, 10 zu viele. Einheitenlimit. Wo sind die denn alle? Ach so, wir haben ja keine Leute mehr, dass es aufgefüllt wird. Alles klar. Stellt sich jetzt hier die Frage so ein bisschen, ob wir nicht irgendwann aktiv werden müssten. Weil die werden ja immer mehr hier. Boah, 28, da ändert sich nichts, ne? Die Mauern gehen auch nicht kaputt. Die sind schon kaputt, die Mauern, das ist ja nicht wahr, oder? Ah. Tja, sind wir so schlecht? Mauern durchbrochen, ne? Das wurde auch Zeit. Sollen wir jetzt mal angreifen? Bringt das was? Ich weiß es nicht. Was ist das? Naja. Verlieren wir Einstabilität, das können wir schon mal gar nicht gebrauchen. 116 Dukaten verlieren wir dann, die wir gar nicht haben. Ach, wir sind König, spielt keine Rolle. Gut.
Weiter geht's. Lebensmittel sind da knapp. Ist die Frage, was wir mit denen da machen. Kriegen wir überhaupt noch Leute zusammen, dass es mal mehr werden? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Nachschubmangel. Verteidiger desertieren da in der Auvergne. Ja, wenn die dann auch noch frei sind, die 10, dann haben wir sowieso ein Problem. Und ich brauche das hier wieder zurück. Ist gerade ausgeglichen, ne? Was macht unser 83? Windes würden die auch noch nicht machen. Das wird schwierig. Da ist noch ein Nachschubmangel wieder. Ja, jetzt haben wir hier einen neuen Kredit aufnehmen müssen. Hä? Zweimal? Verstehe ich jetzt auch nicht so wirklich, ne? Wir haben Kredit und das bleibt trotzdem da im Minus. Komisch. Da brennt's schon. Bei uns wahrscheinlich noch nicht, ne? Nö. Sturmangriff. Die 5 militärische Macht ist mir ziemlich egal. Die hohen Verluste ist das Entscheidende. Jetzt haben wir gerade 32 Truppen und nicht mehr, ne? Ah, wir müssen das so durchkämpfen. Das hat alles keinen Sinn. Das ist jetzt... Tja. Das Heer ist natürlich auch recht teuer. Ja, was sollen wir tun? Das ist eine gute Frage, ne? Warten. Tja. Nachschubmangel. Verteidiger desertieren, das heißt, das ist gleich auch durch. Da kommt nur einer. Vielleicht kommt er zu uns, dann wäre ja nochmal was Positives. Okay, sieht gut aus, dann haben wir 33. Ja, okay, aber ich sehe schon, wir werden wieder eine Pause machen müssen, haben uns das schön langsam hier angeguckt. Aber gebracht hat es jetzt nicht wirklich was. Ja, wir sind immer noch im Krieg mit den ganzen hier. Gucken, wie wir da rauskommen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Die vielleicht zu uns, aber sieht jetzt auch noch nicht so aus. Liegt wahrscheinlich auch daran, damit wir, weil wir mit so großer Nation wie England im Krieg sind, da will auch gar keiner zu uns gehören, ne? Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir das Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss!